Warum sollte jetzt jemand am Online-Kongress für neues Gesundheitsbewusstsein teilnehmen? Ja, ich denke vor allen Dingen deswegen, weil du es ja schon sagst, der Titel hält es ja sozusagen bereit, neues Gesundheitsbewusstsein. Und wir befinden uns ja derzeit auch weltweit, sage ich mal, in einem globalen Bewusstseinswandel, wo natürlich auch das Thema Gesundheit, persönliche Gesundheit, aber auch Gesundung, wenn man so möchte, von Dingen wie unserem Planeten, von Beziehungen zu anderen Menschen, ja, da gehört so viel mehr dazu. Und um das auch in diese Gesundung zu führen, dafür bedarf es natürlich auch eines erweiterten Blickwinkels und eines erweiterten Bewusstseins. Und dieses Bewusstsein kann man zumindest Impulse davon durch deinen Kongress auch bekommen. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Und das würde ich auch vielen Menschen empfehlen, sich einfach diese Impulse, natürlich die Impulse, die jeder für sich selber dann auch mag oder die bei ihm resonieren, auch anzunehmen und dann mal zu schauen, inwieweit das etwas im Inneren aktivieren kann. Ja, insofern halte ich das für ganz, ganz wichtig, was du gemacht hast, deine Arbeit mit dem Kongress. Denn du bist sozusagen voll im Trend bezogen auf diesen globalen Wandel, den wir jetzt überall auch spüren, auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Medizin.